So, ich habe heute eine Menge Unboxings gemacht über, was habe ich denn? Ach ja, über Telefunken-Lautsprecher, Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Boxen. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich auch heute nochmal was anderes machen. Hier hätten wir den Finn, Vinyl Bubblehead von Star Wars. Ich muss den mir mitnehmen, weil er ist einfach so geil. Ich habe den schon in einer anderen Variante und da habe ich mir gedacht, dann will ich den auch noch haben. Und ich zeige euch den jetzt einfach mal nur auf die Schnelle. Upsala, wie der aussieht. Okay. Ich müsste noch meinen Stecker wieder in eine Steckdose stecken. Und dann müsste auch mein Licht wieder funktionieren. Mein Star Wars Licht. Aber natürlich doch. So. Weiter geht's. Ich liebe diese Wackelkopffiguren, um ehrlich zu sein. Ich habe die auch in meinem Auto drin. Auf einem Armaturenbrett. Ob es erlaubt ist, man weiß es nicht. Aber sie sind wunderschön. Wenn sie auf einem Atomboot nicht erlaubt sind, dann mache ich sie halt auf meine Hutablage. So, das ist auf jeden Fall die Figur. Die gab es für ein Apfel und ein Ei, für einen Schnapper. Ich glaube, ein Fünfer hat die gekostet. Was wirklich okay ist für so eine Wackelkopffigur. So sieht die aus. So. So, das war's eigentlich schon. Nur ein schnelles Video gemacht. Ich werde euch das Teil aber auf jeden Fall verlinken, weil ich verlinke alles. Ihr könnt gerne meine Videos abonnieren. Meinen Kanal abonnieren, meine ich. Meine Videos könnt ihr euch angucken, wenn ihr Bock habt. Da sind noch mehr Figuren und Lautsprecher und ich habe eigentlich keine spezielle Thematik, um ehrlich zu sein. Ich habe auch kein wirkliches Schema bei meinem YouTube-Kanal, muss ich dazu sagen. Da sind Unboxings bei, da sind Lautsprecher, die ich mal anteste, da sind Gameplays von verschiedenen Spielen. Also, wie gesagt, hat nicht viel Logik mein Kanal, aber ist egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Tschüss.